Wenn ihr dieses Video hier kennt, solltet ihr euch das, was jetzt kommt, unbedingt anschauen. Kleiner Nachtrag zur Klebekraft von meiner neuen Kofferraumbeleuchtung, wollte ich gerade sagen. Nein, wer ist das Ding hier? Handschuhfach. So habe ich das Ding gerade vorgefunden. Wann habe ich den geklebt? Vor, weiß nicht, eine Woche, zwei Wochen bei 7, 8 Grad draußen. Also jetzt nicht wirklich kalt, aber entweder hätte ich das Fach irgendwie ordentlich entfetten sollen oder ich habe leider den Fehler gemacht, die Halterung nicht abzunehmen, also die Lampe, damit die hier keine Ziehdrucklast haben, wie heißt das? Das heißt, ich werde die Original-Pads mal befreien von ihren Kleber, also das gleich mit hier reinnehmen und ganz normale Tesa Power Strips nehmen und dann wird das auch halten. Die Vermutung war da, es ist eingetreten, egal. Vorher. Und so sieht das Ganze nach etwas davon aus. Ich nehme immer diese Teile hier, habe ich seit vielen, vielen Jahren gute Erfahrung. Warum nicht? Und es reicht auch genau einer, da muss man nicht schnippeln oder sowas. Die Dinger sind stark genug. Und wer sie nicht kennt, aber eigentlich kennt sie jeder, man kann die wunderbar nachher wieder abziehen. Einfach hier dran ziehen und blub, hat man die rückstandslos wieder in der Hände, falls man sich doch eine andere Lösung überlegen will. So, die sind jetzt bereit fürs Auto. Und der Vorgang ist genau der gleiche. Schutzschicht abziehen und an beliebiger Stelle einkleben. Da ich jetzt gerade kein Stativ dabei habe, lege ich euch mal kurz zur Seite. Und das Schöne an den Powerstrips ist, die muss man einfach nur 5 Sekunden richtig schön fest andrücken. Und dann war es das schon. Ich werde trotzdem einmal kurz Funktionstest. Was ist Funktionstest? Hält wie eine 1, aber diesmal nehme ich die Halterung oder die Lampe einmal ab und lasse der Halterung einfach einen Tag Zeit. Sprich, wenn ich das nächste Mal wieder Auto fahre, klicke ich sie rein, die Lampe, und alles ist gut. Und das wird auch definitiv dann halten.